Hallöchen, mein Lieben. Ja, nach einem Monat Videopause bin ich wieder da mit neuen Videos. Ja, ihr müsstet einen Monat lang warten auf mich. Es tut mir auch sehr, sehr leid, dass ihr so lange warten müsstet, dass ich so dermaßen krank werde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon erzählt habe. Ich war im Krankenhaus. Ja. Und jetzt soll ich in 2 Wochen heute genau, also heute, ich lasse heute noch direkt rufen, das soll noch am Mittwoch online geht. Wenn es Donnerstag erst online geht, also 2 bis 3, 2 Wochen ins zum Kardiologen, weil ich eventuell was mit dem Herzen habe. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Aber wir vom Krankenhaus haben gesagt, ich soll zum Kardiologen und jetzt warten wir einfach mal ab, was mit sich bringt. Ich will auf jeden Fall mit euch heute basteln und ja, ich habe was gesehen bei YouTube. Wieder von Papier und Feder. Sie hat Montag oder Freitag dieses Video hochgeladen. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch. Und einen Moment. Bin gleich wieder da. Genau. Dafür brauche ich Schneidemaschine. Dekorieren natürlich. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Weil ich noch schon Papier. Feine schneiden wir auf 24. Habe eine neue Klinge gefunden. Dann falls wir gleich, und das andere müssen wir auf 18 schneiden. Das werde ich auch direkt falzen. Das muss ich bei Falschrollen. Das runter. Ich wollte es nicht. Nein, nein. Das zweite Spalt bei 9. Also quasi bei der Mitte. Das längere Stück, das falzen wir einmal bei 9. Dann so, was an die jetzt zu mit die gefalzte Seite nach da, wir brauchen die Seite. Die falten wir vor der Falz. Falzbein und das hier
halten wir einmal. Dann soll das zusammengefügt werden. Ich mache das in ein U, so dass ich da noch eine Pocket habe. So. Ja, wir kleben das mal. Hier abziehen und das geht mittig möglichst genauso. Dann habt ihr hier die Haltenwerte. Eine Pocket-Teile. Wenn ich meine Pockets irgendwann mal finden sollte, ich hatte ja welche schon vorbereitet. Das sind sie nicht. Naja, die werden sich wiederfinden, oder hatte ich keine mehr. Muss man nochmal Nachschub machen. Ja, ich muss mir nochmal Nachschub machen. Auf jeden Fall, ich werde hier Designpapier kleben. Ich mag das am besten, wenn das so geöffnet ist. Okay, da brauche ich 1, 3, 1, 3, 4, 5. 5 Stück. ~20 × 8. Das mache ich mir jetzt mal. Ich muss schnell mir eben 20 × 8 zu. Ach, eine kleine Einwände. Ich verwende diese Reste. So, und wir sehen uns gleich. So, ich habe schon mal das Designpapier aufgebracht. Und jetzt, und auch schon mal einen Spruch. Jetzt dekorieren wir. Und zwar warte mal, das ist mir zu dem Punkt zu klein. Ich nehme jetzt die. Ich habe mich gerade entschieden, die war für das Projekt jetzt hier ein bisschen zu klein, deswegen warten wir um den Schalter, aber hier zwischen den Lücken kann ich die verwenden. Ja, so sieht das Projekt aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao, ciao.